Er hat bereits ein ganzes Museum voller Trophäen. Nun ist auch noch einer der wichtigsten Staatsorden hinzugekommen. Cristiano Ronaldo darf sich jetzt offiziell großer Offizier nennen, weil er ein Vorbild für alle Portugiesen sei, wie es bei der Ehrung im Präsidentenpalast hieß. Cristiano Ronaldo, vielen Dank für deinen Beitrag für die Nationalmannschaft. Danke für den Beitrag, den Namen Portugals auf der ganzen Welt zu verbreiten. Danke für das, was du für die Portugiesen repräsentierst. Und danke für die Freuden, die du uns gebracht hast. Ich bin mir sicher, du wirst uns weiter mit deiner Kunst verzaubern. Ich bin wirklich stolz darauf, diese Ehrung aus den Händen des Präsidenten der Republik zu erhalten. Natürlich motiviert mich das sehr, noch härter und besser zu arbeiten, um Portugal bestmöglich zu repräsentieren. Und natürlich bin ich sehr glücklich. No estrangeiro e obviamente estou muito feliz. Nach dem Ballon d'Or ist der Orden die zweite Auszeichnung innerhalb einer Woche für den Superstar von Real Madrid. Aber der will noch mehr. Schließlich steht die WM an. Ich will diese Ehrungen nicht herunterstufen, aber besser als diese Auszeichnung heute und besser als der Ballon d'Or wäre es vielleicht, etwas mit der Nationalmannschaft zu gewinnen. Das wäre wahrscheinlich der Höhepunkt meiner Karriere. Selbstverständlich wird das sehr schwer, weil alle Mannschaften bei der Weltmeisterschaft gewinnen wollen, aber wir werden unser Bestes geben und während der Gruppenphase von Spiel zu Spiel denken. Und dann ist alles möglich. Cristiano Ronaldo, wie immer selbstbewusst und zielstrebig. Es werden sicher noch Trophäen hinzukommen, vielleicht auch mit der Nationalmannschaft.